Tag auch, Freunde der scharfen Klinge. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Und hier bei mir ist heute das erste Messer 2017 eingetroffen. Back to the Roots. Ja, warum Back to the Roots? Ganz einfach, weil ich dieses Messer schon zweimal in meiner Sammlung hatte, in anderen Varianten. Und um welches Messer geht es? Ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn ihr diese Messer seht, dass es sich auch um ein Spyderco handelt. Und diesmal kommt es in so einer Pouch, nicht in der typischen rot-schwarzen Schachtel. Dann wisst ihr eigentlich schon, wenn das in so einen Pouch kommt, ist es was Besonderes. Machen wir mal das schöne Teil auf. Da kommt ein nicht nur ein Messer entgegen, sondern auch dieser Flyer. Und da steht es. Spyderco Native 5 14 University. Gut, das mal zu dem Kram. Dann zeige ich euch mal das Wichtigste, das Messerchen. Hier haben wir das gute Stück. Sieht das nicht geil aus? Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie schon gesagt, dieses Messer besaß ich schon zweimal in anderen Varianten. Die erste Variante war ein Spintrun. Sprich, die Griffschalen waren Carbon-Griffschalen. Und der Klingenstahl war ja CPM S110V. Dieses Messer ist eine 40 Jahre Edition, auch limitiert. Und auch hier haben wir Carbon-Griffschalen, wie ihr sehen könnt. Fluten-Carbon nennen die das, wegen dieser Musterung auf dem Carbon. Aber im Gegensatz zu dem ersten Messer, was ich besaß, hat dieses hier keine Stahlleiter verbaut. Also wie gesagt, ist rein Carbon hier. Nur die Rückenfeder ist aus Stahl. Das Messer ist mit einem Damaststahl, wie ihr sehen könnt. Das ist der... Oh, blödes Licht heute. DS93X Tor. Versehen, ich kann es euch nicht zeigen, und gefertigt natürlich wieder in Golden, Colorado, USA Earth. Wie ich finde, sehr geiles Teil. Einzigste, was mich wirklich stört, ist, warum machen die verfluchte Hacke nochmal auf so einen geilen Damast diese scheiß riesengroße 40 drauf. Also das hätten die sich echt sparen können, weil der Damast sieht echt geil aus. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und dann ploppt diese blöde riesige 40 da drauf. Also das ist echt ärgerlich. Gut, außer dass dieser Carbon-Griffschale ist natürlich auch der Damast was Besonderes. Vor allen Dingen, weil dieser Damaststahl aus zwei pulvermetallurgischen Stählen hergestellt wurde. Und dazu werde ich euch, wenn ich euch das Messer vorstelle, noch Näheres zeigen. Das soll ja nur mal kurz gezeigt werden, was mich heute hier erreicht hat. Also, gefällt mir ausgesprochen gut. Da wackelt auch nichts, es ist saumäßig scharf, Klinge zentriert, kein Klingenspiel. Hier passt auch alles, verarbeitungstechnisch. Wirklich vom Feinsten. Schöner Klingengang. Das Native 5, was ich hatte, als erstes, ist verarbeitet gewesen wie dieses Kali 3. Nämlich hier mit einem ganz einfachen
Carbon-Schale und dann Stahlliner. Nur mal hier als Vergleich. Das ist es erstmal gewesen. Wir sehen uns die Tage ganz bestimmt. Und ich sage dann, oder ich wünsche euch ein wunderbares 2017. Und auf dass wir unsere Messer immer scharf halten. Und da bleibt mir nur eins zu sagen. Scharfe Grüße, euer Vic Spider.